liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Division 2. Heute mal... Okay. Mit fetter Action und einem Neuling auf meinem Kanal. Herzlich willkommen an den Marc, den ich heute mal so zufällig in der Gruppe gefunden habe. Ich dachte mir, ich suche mal wieder ein paar Leute, so ein bisschen wirklich mit Fulltruppe spielen. Aber leider hat heute nur einer Zeit. Boah, ist das laut gerade im Hintergrund. Eigentlich wollte ich nämlich an einem... Ja, wir sind hier mitten irgendwo in einem Abbruchgelände gelandet. So. Eieieiei. Gut, dann machen wir das doch mal eben kurz. Oh, da ist einer mit Schild. Eieieiei. Was hast du getan? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warte, wo hängst du denn da? Ich kann wieder hoch. Hopp. Ich hol dich zurück. Komm, wir lassen das Abbruchgelände mal nehmen. Seid und verschwinden uns mal hier nach rechts zu dem Haus, zu der Mission. Oh. So. Ja, heute geht's weiter. Das war eigentlich auch nur eine Nebenmission, glaube ich, da. Alles doch rot hier drumherum. Also ich kann hier noch... Ja, hier sind noch Gegner. Level 19, sie haben sich deinem Level angepasst. Ja, ich gestern auch bei den beiden Kollegen. Rang 3 oder? Das ist auch stark. Ja, das heißt, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Coverbums und weg. Du bist her. Ei. Ich wollte eigentlich noch nicht raus. Da haben wir noch mehr Gegner. Hier, nimm den. Der eine mit dem Schild hat so gut wie gar nichts mehr. Und jetzt ist er tot. Du bist ja der Sunny momentan. Das ist gut. Richtig, Supporter. Ach, das ist wunderbar. Gut, dann geht's hier weiter. Wie gesagt, ich spiele gerne mal ein bisschen auf Harakiri. Bisschen zu weit rein. Ja, habe ich gestern auch gemacht. Ist nicht Alter, immer gut. Man versucht halt wirklich, wirklich zu sterben. So. Achten Sie auf den Positionsanzeiger. Ich habe ihn geortet. Er muss sich irgendwo unter Ihnen befinden. Gut, bis hier war ich gekommen und dann hatte ich irgendwann alleine keinen Bock mehr. So, dann ist hier jetzt der Aufzug. Na komm. Warte mal. Da geht's weiter. Genau. Doch, bis hier bin ich gekommen, genau. Okay. Also die Gegner habe ich noch weggeschossen da gehabt. Und dann war es, Und dann hat mich dann ein bisschen genervt irgendwann. Ja, solche Spiele sind alleine immer ein bisschen doof. Ja, ich wollte die scheiß Gasflasche treffen. So. Also bist du eher der MG. Ja. Sturmspiel. Ja. Perfekt. Sniper, dann kann ich absolut nicht. Ja, ich spiele halt sehr gerne mit vielen Leuten, weil so hat man zumindest jederzeit Fähigkeiten. Einer kann halt das gut, der eine kann halt das gut und so. Wie du ja zum Beispiel gut den Sunny spielen kannst. Ich kann gut sterben, mich verstecken, das ist immer so mein Ding. Nein, aber. Zwischendurch brauchst du halt einen Supporter. Zum Beispiel auch mal. Oben links. Der ist tot. Der fällt von der Brüstung.
links. Einer weg. Warte mal, dann gehen wir da hin. Da ist nämlich oben rechts auch einer. Du bist das zwar angezeigt bekommen. Ja. Warte, ich muss die Fahr kurz gerade eben heilen. Wo ist noch so ein Scharfschütze und oben. Ja, aber gesagt, um links den Sommer, der ist weg. Ja, ich hab keine. Da hat sich einer nach rechts immer verkrümmelt. Durch die Tür durch. Scheiße, ich habe keine Munition mehr auf der Waffe. Na, pass auf, das ist das. Scheiße, ich hab gar keine. Ich hab gar keine Munition mehr. Und oben links, Scharfschütze. Ja, ich hab. Das Problem gerade, dass ich. Ich hab gerade Munition, ich bin munitionslos. Ey, 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 das hasse ich wie die Piss. Doch, jetzt. Jetzt habe ich wieder Munition, okay. So, so schöne Loot einsammeln. Ja. Vor allen Dingen, was für mich sehr wichtig ist, ist ja diese Sunny-Kisten zwischendurch. Jupp. Granaten sind auch immer nicht schlecht. Wir bräuchten jetzt mal einen Punkt, um Munition aufzufüllen. Ah. Hier ist eine Kiste, wunderbar. Ah, oh, das ist. Ja. Muss ich aber nur an. 900 Maschinenpistolen in Munition. Oh, ups. So. Haben wir eine Sniper MG? Ich habe MG mit Sniper Aufsatz. Oben ist irgendwas. Das ist geil. Naja, ja, schwere Verwundung entdeckt, das ist okay. Ein Schild ist weg. Hinter dem Sofa sitzt noch was. Jo. Bist tot. Oben rechts. Mhm. Runter. Wunderbar. Gehen wir hier weiter. Hier geht es um die Tür auf. Oh, jetzt wird was zu plündern. Ein Rucksack. Nahrung. Ja, komm ich. Tür auf. Gute Arbeit. Bringen Sie den Shelltech-Behälter zum Quartiermeister. Vielleicht kann er ja etwas damit anfangen. Na, schau nicht. Das war's schon. Ich hätte jetzt tatsächlich einen Bus erwartet. Aber naja. Meine Nebenmission meine ich soweit nicht. Ich weiß ja nicht. Hm. Ist ja. Oh, wie seid denn immer? Oh. Sind das Freunde da hinten? Ja. Im ersten Teil war die noch teilweise sehr unnütz. Die JTF-Leute. Ja. Aber hier kannst du wirklich. Echt? Mit denen kannst du wirklich arbeiten. Ja, stimmt wohl. Irgendwo wirft Granaten-Heini jetzt rum. Da ist was Gelbes. Ja. Oh, die Waffe verzieht, Alter. Die verzieht richtig. Welche hast du denn? Ja, gute Frage. Nächste Frage.
super. Toll. Platt. Auf Versicht. Lila Loot. Oh, ich habe nur blauen. Oh, so nice. Eine alte Maske. Gut, was haben wir noch? Ich weiß mal, ich wollte mal gucken, wir müssen gerade gucken, was die nächsten Hauptmissionen sind. Einsatz in der Campus-Siedlung, das haben wir, SAD, SAD. Aber keine Hauptansätze mehr frei. Ich befürchte, wir haben gerade keinen Hauptansatz mehr frei. Warte mal. Doch, rein theoretisch hätten wir schon einen. Aber Level 22. Rein theoretisch. Hier 22, da 20. Link Memorial. 20. Das sind alles nur Nebenmissionen. Sonst. Nee. Nee, ist auch noch nicht. Achso. Lincoln Memorial. Stufe 20. Ja, ja, da bin ich gerade auch drauf gewesen, ja. Da drüber. Also 20, 22, 24. Ich habe sonst keine Hauptansätze frei mehr gerade. Das ist alles. Neben. Alles Nebenmissionen. Gut, bei Level 20 könnte man theoretisch reingehen, dann müsste ich mich nochmal einen Ticken zurückhalten, weil ich gerade jetzt Level 17 bin. Ja, das müsste ich noch. Ja, dann haben wir nochmal. Importen. Schnellreise, ja, ich muss gerade gucken. Wir hätten aber auch theoretisch die Möglichkeit, den Sender-Außenposten in Tucson zu machen. Der ist quasi fast auf dem Weg. Also. Und wäre für Stufe 19, also deine Stufe. Hm. Ja, kann man machen. Klar, warum nicht? Oder die Drohnenabsturzstelle, ebenfalls Level 19. So, noch ein bisschen. Oh, da ist der nächste im Bunde. Ja, das ist perfekt. Ja, alles gut, alles gut. Dann lade ich dich jetzt gerade mit in den Trupp ein. Weil wir gerade noch. Wir haben gerade die erste Dings gemacht. Also du warst auch so hoch, ne? Warst du nicht so mit dem mega hohen Level? Oder? Also Weltrang 3. Ne, 5, ne? Also. Wir sind gerade bei Level 17 und 20. Aber das Leveln geht aber auch relativ schnell. Ja, 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 das müssen wir dann jetzt gerade machen. Kein Problem, wenn man jetzt sieht. Du hast da. Ja, hast du deine Stimme mit auf Teilen? Einstellungen, Teilübertragungen und dann das vorletzte oder drittletzte. Weil es wäre super, wenn man dich nämlich jetzt in der Folge gleich mithört, weil du bist jetzt quasi live bei mir in meiner Aufnahme mit drin. Ich hab ja geschrieben nebenbei. Ich suche halt auch Leute für YouTube. Also ich mach das also YouTube hier. Ja, sag ich dir gleich. Achso, das ist kein Problem. Kann ich mal ein bisschen Werbung machen. Kev Gaming einfach. Circa 500 Abonnenten. 498, glaube ich, wenn es richtig kommt. Wo kommt? Meine ich, wenn es jetzt gewesen. Hey, die Folge kommt aber, glaube ich, erst morgen. Hoffe ich zumindest, dass ich noch. Ich hoffe, dass ich mit dem Schneiden noch auf die Reihe kriege. Ja, ich muss noch kopieren und schneiden. Oh, Henry. Warte mal, dann machen wir was anderes. Dann machen wir jetzt gerade mal von meiner Seite aus mal kurz einen Break. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann kriegen wir das hoffentlich zu dritt auf die Reihe. Dann kriegen wir die technischen Probleme gerade gleich aufs Screen mal gelöst. Dann bis später. Bis morgen. Ciao.